Oscar. Hector! War sehr gut. Mehr Auragröße und Moral des Helden. Mutig. Ja, wunderbar. So, und da seht ihr jetzt hier die ganzen Geflüchteten. Die haben wir hier natürlich noch. So ein Mist. Da sind ganz schön viele abgehauen. Prinz Hector. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann die nicht flüchten lassen. Wenn die sich jetzt wieder hochheilen, dann haben wir ja wieder dasselbe Problem wie vorher. Froh, dass ich einige Einheiten noch zermürbt habe. Alles klar, mein Guter. Bis später. Schön, dass du da warst. Attackers won. Na sehr gut. Die haben jetzt gar keine Chance mehr. Brocken haben wir es jetzt wieder. Okay. Ja, diesmal sieht es besser aus. Jetzt machen wir einfach eine durchgehende Infanteriefront und gut ist. Da mache ich jetzt hier keinen großen Hickhack. So. Meine Fernkämpfer werde ich vorschicken. Die können jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und natürlich auch Hector. Heavy-o. Heavy-o. Vorwärts geht's. Enge Formation hier von trojanischen Wachen. Viele gibt's ja nicht mehr. Warum lebt denn der wieder? Der alte Cheater. So, mein Plan ist es jetzt mit meinen Fernkämpfern hier ein oder beide direkt in die Flucht zu schlagen. Das wäre gut. Dass die nicht wieder so meine Leute penetrieren. Diese Schweinelümmel. Back, ja. So, vorwärts. Ach, das Spiel ist wirklich eine Lecke. How dare they take Troy's name? Oh, das ist eine Lecke. Abschütters! So, okay. Die linke Flanke macht die platt. Und die rechte Flanke die. So, direkt rein. Jetzt auch schneller. Die Infanterie rückt derweil vor. Jetzt kommen sie schon mit ihren Scheißsteinen. Schuss! Ratatatatatatat. Ja, da stehen dann schon mal nicht mehr so viele hier. Ja, die verlieren aber auch viele Leute gleich. Also die Steinschleuderer sind schon echt beschissen. So, aber jetzt haben wir auch gleich die ersten aufgerieben hier. Wunderbar. So, okay. Und jetzt kann die Infanterie vorrücken. Das ist ungefähr so, wie ich es geplant habe. Wunderbar. Die zwei, die flüchten jetzt. Da haben sie nämlich nicht mehr viele Fernkämpfer. Und jetzt kommt die Infanterie reingedonnert. Hector! Die brennen schon vor Kampfeslust. So, alle Fernkämpfer hier rein. Die brauchen hier gar nicht ein Flankiermanöver machen. Spinnen wohl. So,
die kommen hier nicht an. Milizkriegsbande bleibt dran hier. Oh, die haben jetzt aber Schwierigkeiten hier. Haltet durch! Der Prinz von Troja kommt! Ich komme schon! Oh, das war knapp jetzt, ja? So, ich bin doch da, alles gut! So, jetzt kommt hier auch nochmal Verstärkung. Und die Wachen von Troja kommen auch noch mit rein. Und die kommen auch noch mit rein. Nur durchhalten, haltet durch. Das ist gut so. So, okay. Ihr zerlegt die hier, aber volle Krawatte. Kein Problem mehr. Ach, die hauen trotzdem ab. Luschen. Sehr gut. Das war's schon wieder. Dranbleiben. Wenn es immer noch so ist, nach dem zweiten Sieg auf offenem Felde, dann haben die, glaube ich, keine Einheiten mehr übrig. Wäre natürlich schön. So. Ja, hier könnten wir noch mal was reinhauen. In diese Lumpen. Ja gut. Zack. Na, das läuft doch. Tötet sie alle! Haben wir ja sogar schon 3 von 5 Follows heute, sehr schön. Brauchen übrigens noch ein Abo und dann gibt es ein neues Emote. Oh, mal so am Rande. Jetzt renn doch mal schneller hier. Gibt's doch nicht. Ich müsste es eigentlich schaffen. Jetzt habe ich einen Boost drin. Jawohl. Tötet sie alle. Die sind doch manchmal ganz schön schnell hier, die Wachen von Troja. So, okay. Na, die haben wir jetzt völligst aufgerieben hier. Sehr gut. Wir beschleunigen. Die sind schon sehr schnell, die trojanischen Krieger. Entscheidender Sieg, sehr gut. 60 Mann nur verloren, das geht. Hat der Held, hat einige mitgenommen. Zack. Tja, der ist nur zum zweiten Mal gestorben. Jawohl. Nur eine Einheit, die hier überhaupt noch weggekommen ist. Sehr gut. So, ich nehme wieder das Einheiten auffüllen, weil ich will ja dann gleich auch das Dorf angreifen. Ja gut. Schön Erfahrung gesammelt. Wunderbar. So viel hat sich hier zwar noch nicht getan von der Erfahrung, aber hier tut sich bald was. Sieht man diesen ganz kleinen Erfahrungsbalken, den die da noch haben, über den Lebenspunkten. Die haben auch bald Erfahrung. Ja, ne, es wird. So, okay. Muss ich mal schauen, wie komme ich jetzt am schnellsten hier lang? Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es so mache. Hier in den Wald kann der gar nicht. Ah, okay. Dann rücken wir mal hier ein Stück vor. Oh Gott, habe ich jetzt noch 50%? Gerade so, Gott sei Dank. Gut, okay. Ja, dann gucken wir mal hier dann wegen der Garnison 13 und den Prakto 9. Na, holen wir erstmal Prakto. Prakto. Es läppert sich ja langsam ein bisschen Gold hier. Gut, in 3 Runden haben wir eine Zitadelle. Das kann ich auch schon wieder aus. Das ist doch super. Jetzt geht's ja richtig vorwärts hier. Jetzt geht's richtig vorwärts. Die wollen einfach so 1000 Nahrung oder was?
Ein Klapperzwoll. Wenn die Nahrung haben wir da, wenn ich ein paar Steine dafür kriege, dann kann man das machen. Ich will Steine. Oh, super. Kriege ich einen? Ist ja. Oh, okay, ich krieg doch noch ein paar mehr. 15, das ist ja ein Witz. Aber ich habe halt viel Nahrung, ne? Immerhin. 15, ey, das ist echt ein Witz. Ah, gegen Friedens... Nee, das ist ja wohl ein Witz, ja, also das fällt aus. Aber ich will dich ja platt machen. Ich will eure Städte. Oh, da wurde sogar eine Fraktion vernichtet. Nicht schlecht. Undaunted. Dort gibt es sogar Holz in Praktios. So, okay, dann müssen wir wieder langsam weiter vorrücken. Immer nur so viel, dass wir 50% noch haben von unserer Bewegungsreichweite. Weil da habe ich den großen Vorteil, dass ich noch einen Lager aufbauen kann und dadurch heilen meine Leute. Ist unerlässlich. So, hier gibt es jetzt einen neuen Anführer. Aber halt sonst nur die Garnison. Das schaffen wir. Aber die sollten ja wenigstens aufgefüllt sein. Ich will ja keine Einheit ganz verlieren. Das fällt aus. Bernischer Turm. Und das hier. Oh, ach so, okay. Ist schon was Gutes, aber ne. Das hier lieber. Da kriegt man mehr Gold. Jetzt haben wir auch ziemlich viel Holz. Das baue ich auf jeden Fall. Gold! Hier geht's auch voran. Noch mehr Nahrung. Ist doch gut. Wachstum und Nahrung. Boah, der Einfluss geht halt ganz schön zurück dann, ne? Zufriedenheit. Nee, da bin ich froh, dass ich im Plus bin. 660 ist ja Wahnsinn, ey. Boah. Heide Witzka, da mache ich lieber erstmal hier das urbare Land. Mal noch mehr. Alter Schwede, ich krieg ja richtig viel Nahrung rein, ja, Sache. Also ich kann das doch öfters mal zum Handeln auch nehmen, ohne Probleme. Das gefällt mir gut. Defender of Troy. Hätte ich jetzt schon bewegt die Runde, ja. We'll rest here. We'll rest here. Here. Die wollen Bronze. Spinnt ihr? Und was, wenn nicht? Ich fasse es ja nicht. Ach, das ist der Priamus. Oh. Okay, das habe ich jetzt gar nicht wieder erkannt. Erkannt. Da sollte ich denen vielleicht doch hin und wieder mal was geben. Ganz schön dunkel jetzt hier in der Bude. Guck mal noch das Licht mit an. So. So, meinen Einheiten geht's jetzt ganz... Ach du Scheiße. Der hat schon wieder ganz schön viele Leute hier ausgebildet. Troy endures. Gefällt mir nicht. Aber jetzt doch spannend. Make them pay. Scheiße. Huh.
Der ist ja wahnsinnig gut, ey. Meine Fresse. Prügische Axtkämpfer. Die sind gefährlich, ey. Exzellenter rüstungsdurchdringender Schaden. Heidewitzka. Oh, mit zwei Handäxten sogar. Ach du Scheiße, berühmte trojanische Schleuderer. Also das ist nicht ohne hier, muss ich sagen. Ich werde die erstmal umkreisen. Engage the foe! Das ist, glaube ich, erstmal besser, dass die keine neuen Leute herstellen können. Also sonst können die immer weiter rekrutieren. Das wäre nicht so schön. So, hier kann ich jetzt sogar noch meinen Hafen ausbauen. Noch mehr Wachstum, mehr Einkommen und mehr Nahrung. Ja, gut. Und in einer Runde ist dann endlich die Zitadelle fertig. Und dann können wir auch den Übungsplatz bauen. 90 Bronze, Holz haben wir auch, super. Top! Da freue ich mich drauf. Das ist gut. Und den Helden könnte man wirklich mal noch gebrauchen, ne? Der hier noch mithilft. Beschützer. Kriegsherr, was macht denn der? Kriegstreiber. Also macht seine Worte, treibt seine Krieger zu mutigen Taten an und lassen seine unglückseligen Feinde vor Furcht erstarren. Kommandant. Halt hat die komplizierten Techniken des Krieges studiert und betrachtet das Schlachtfeld als Erweiterung seines Willens. Die durch ihn befehligten Krieger können den Feind ausmanövrieren und überdauern, indem sie dort angreifen, wo er am wenigsten geschützt ist. Das klingt ganz gut. Held. Bezwinger. Dieser Held begrüßt den Kampf mit einem Lächeln und dankt den Göttern für diese glorreiche Chance. Kein Preis ist zu hoch für einen Sieg und einen Platz in der Geschichte. Unsterblich gemacht durch die Bardengesänge seines Volkes. Gefährte. Tja, hier gibt es einige verschiedene Sachen. Beschützer. Über gewaltige Krieger wie diesen Helden wurden schon lange Lieder gesungen, wie sie mit Schild und Rüstung nicht nur die Angriffe ihrer Feinde aufhalten und brechen, sondern bald auch deren Kampfeswillen. Ja, das wäre halt schon was Praktisches auf jeden Fall. Dass ich da noch einen habe, der schön die Stellung hält. Das wäre nicht schlecht. Nahrung haben wir eh extrem viel. Your cause is mine. Da hat zwar nicht gerade die schönste Nase, aber das geht Your schon. Cause is mine. Da können wir nämlich das noch schaffen, denke ich, dass der rechtzeitig hier die Truppe mit verstärkt. Müsste passen. Aber immer den mit dazu. Okay, freundlich. Oh, da bietet mir Steine. Ach, meine Güte, ne? Aber hallo. Aber hallo. Was? Er greift an. Na klasse. Das gefällt mir nicht. Ich wollte den schon gerne mit dazu nehmen eigentlich. Jetzt die Frage. Die haben dreimal Fernkämpfer. Nein, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Wir haben doch Hector dabei. Und mal speichern und los geht's.
Wird halt nochmal ein hartes Gefecht. Aber es nützt ja nichts. Die kriegen auch erst ihre Verstärkung, was sehr gut ist. Was sehr gut ist. Aber ich glaube, die werden halt... Wenn sie clever sind, werden die sich gleich hier positionieren, ne? Das ist das scheiß Problem. Das ist das Problem. Aber ich versuch's trotzdem. So, das ist wieder die Zentrum. Die können sich zumindest sehr gut jetzt hier fortbewegen. Das werde ich auch nutzen. Sind sie nämlich schön getarnt. So wie es sich gehört. Zack. Ich lasse mal relativ mittig hier wirklich. Dass sie nicht rauskommen aus dem Wald. Uiuiui. Meine Fresse. So. Immer schön rumniesen. Super, jetzt ist der Helm ganz feucht. Lecker. Ah, so, da lasse ich die hier auch im Schutz des Waldes vorrücken. Ja, die Wachen von Treue haben natürlich eine harte Nummer dann hier mit der rechten Flanke. Aber das nützt nichts, das muss jetzt so sein. So, okay. Ha! Okay, er ist nicht schlau genug. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist natürlich wirklich dämlich gemacht von ihm. Kann ich hier direkt vorrücken? Den lasse ich dann später gleich lossprinten. Und ich werde direkt hier die Fernkämpfer in Stellung bringen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Die müssen lossprinten. Ich glaube, die sind dort geblieben, weil die die ganzen Einheiten hier nicht sehen. Nur deswegen. Hab's clever gemacht. Oh, mir läuft so die Nase. Gibt's ja gar nicht. Geht sofort weiter. So, das war auf jeden Fall ein guter Vorteil, weil wenn alle Einheiten von denen zusammen sind, dann sind die, glaube ich, sogar ein bisschen stärker als meine. Das heißt, Teile und Herrscher. Jetzt prasseln wir zumindest nicht gleich auf alle Einheiten. Dort vorne links kommen sie ja schon. Sondern nur auf den Teil. Wunderbar. So, da hoffen wir mal, dass ich keine Einheiten verliere, die hier kurz vorm Aufstieg sind. Das wäre schade drum. Okay. Die haben alle ihre Befehle. Los geht's. Vorwärts, Männer! Der Feind bekommt Verstärkung! Ja, da sind sie schon. Es wurde feindliche Verstärkung gesichtet. Jetzt müsst ihr an zwei Fronten kämpfen. So ist es. So ist es. Los, lauft, 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 lauft. Die müssen so schnell wie möglich unter Feuer geraten, ja. Das wäre gut. Lauft, 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 lauft. Und das Gute ist, die sind so nah hier. Am Rand. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Ja, ist ja gut. Oh, hier sind die Schleuderer. Feuer, 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 alles rein in die Schleuderer. So, okay, jetzt sind sie natürlich wirklich fast zusammen. Das gefällt mir nicht so gut. Okay, Hector, du sprintest jetzt mal vor. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass sie nicht zu weit vorrücken. Ihr bleibt langsam. Ah, das wird nicht ohne jetzt hier. Heidewitzka.
Das wird nicht ohne. Muss die Schleuderträger rausnehmen hier. Das sind die Berühmten. Die müssen raus. Die müssen unbedingt raus. Los. Euer Held wird angegriffen. Das ist okay. Hector! So, die kommen. Ach du Scheiße, dort sind ja auch noch welche. Gott verflucht nochmal. Diese Scheißschleuderer, ne? Es ist wirklich zum Kotzen. Wunderbeschuss. Wir machen was. Ihr müsst jetzt hier die Stellung halten. Ich werde die ein bisschen ins Gebüsch ziehen. Dass die zumindest das gut abwehren können. Ihr schnell vorwärts. Der kriegt mehr Geschwindigkeit. Da muss schnellstmöglich dort ankommen. Das ist wichtig. So, die haben wir hier. Und ihr... Ja, rückt einfach auch mit auf die Höhe vor. Zack. Und weiter geht's. Zack, die kriegen den Bonus ja auch. Da gleich auch nochmal. Oh, hier die. Haben wir ja auch noch ein Problem. Ach du Scheiße, wie viel da jetzt kommt hier. Ah, sehr gut. Die habe ich richtig schön zerballert hier. Vorrücken. Und jetzt alle Fernkämpfer. Die Axtkämpfer. Schnell dort rein. Komm, Hector. Sollte nicht. Haltet durch. Ich weiß nicht, was ich heute für dumme Dinge tun hier. Feuer. In good order. Train for war. Your blood will soak the earth. I'd rather fight than banter. Eieiei. Die Wachen von Troja müssen halten. Hector! Zeus guide me! Ja, los, haut ihn um, den Kreon. Das ist Wisch. Ja, toll. Der macht doch schon auch wieder, was er nicht sollte, ja. Alle da drauf. So, Hector, der haut ab, das ist gut. Müssen wir ja erstmal die Stellung halten. Die halten auch die Stellung, aber die können den nicht hinterher rennen. Scheißen Dreck. Ja, es geht. Der haut auch. Ah. Los, tötet ihn noch. Tötet ihn! Tötet ihn! Eure Krieger sammeln sich. Los, noch ein Hagel. Los, trefft nochmal. Schafft er. Die schießen doch blöde hier. Ihr sollt es lassen, gefälligst. Jawohl, die haben das auch. Jetzt da nochmal alles rein. Ihr schnell dort rein. Ihr bleibt auf jeden Fall an den dran. Ja, kriegt es auch nochmal eine schöne Salve hier in your face. Das soll gar nicht nochmal ankommen. Warum hauen die alle ab? Spinnt wohl. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. So, jetzt hier nochmal alles rein. Da wird noch ein bisschen was weggepinkelt. Jetzt könnte ich langsam mal hier die Aristie gebrauchen. Hector hat ganz schön zu tun. Wegen den scheiß Axtkämpfern.
Jetzt braucht auch Hector mal ein bisschen Unterstützung. Die hauen aber ab, das ist gut. Krieg ich nochmal die RST hier. Gibt's denn das? Frechheit. Halte durch. Hier sieht's gut aus. Die werden sicherlich alle gewinnen. Sieg klar, sehr gut. Ja, jetzt rutscht's immer weiter hier, sehr gut. Die hauen auch ab, die auch. Jetzt hier nochmal eine Salve rein. Halte durch, Hector. So, jetzt nochmal alle hier mit rein, dass wir diese gottverdammten Axtkämpfer hier platt machen. Jawohl! Jetzt ist Schluss. Hoi, hoi, hoi. Das war hart. Das war hart. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ja, lass mich doch mal anvisieren, ja. Hoi, hoi, hoi. Also diese türkischen Krieger hier, die sind ja ganz schöne Reinhauer. Hector! Ah, jetzt kommt die Aristie. I am the rock upon which Troy is built. Das ist ein Witz. Sacred Strike. Erleuchtet alles. Hier ist der, ich fasse es ja nicht. Dort läuft er lang. Den tun wir schön Weg abschneiden. Weil der muss noch sterben. Das bringt nämlich immer besonders viel Erfahrung. Okay, die haben es geschafft für heute. Los, noch ein Stückchen vorwärts. So, und jetzt Feuer. Alles drauf hier nochmal. Da brauchst du nicht dein lächerliches Schild hochheben hier. Weil der spaziert hier in Zeitlupe raus. Das schafft er nicht. Zwei Einheiten haben noch Munition. Ne, bleib mal weg, sonst kriegen die auch wieder Pfeile ab. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Sehr gut. Hades freut sich. So, die schlachten die noch ab. Nein. Er wird nicht einfach gefeuert. Ja, Spinner. So, das lasse ich noch fertig machen hier. Ja, gut. Ja, war wieder knapp. Haben auch einige Verluste, aber es... Uiuiui. 321 Mann verloren. Ui, unsere Bogenschützen. Jetzt schon Stufe 3. Top. Top, die fette Krillt. Wieder Nahrung, sogar ein bisschen Bronze, ein bisschen Gold. Immer her damit.